So, da sind wir. Angie, hallo, danke. Ich wünsche euch auch natürlich. Ich hoffe, heute ist ein bisschen schöner wie gestern bei euch. Bei uns ist dafür heute schier. Genau. Ich werde den Tag einfach ausnutzen und wieder einen Fahrradservice machen. Aber diesmal mal ohne Hammer. Ich meine, ich könnte eigentlich da einen Chat aufmachen, oder? Und jetzt mein Handy hin. Gut, wo tun wir das Handy hin? So. Ja. Als erstes werden wir mal die Kette runternehmen. Das Bike ist zwar ein bisschen schmutzig. Das tut aber nichts am Rahmen. Soll ich morgen putzen? Wichtig ist, dass man das Getriebe immer sauber hält. Also die Kette und die ganzen Teile, was mit der Kette in Berührung kommen. Wenn man sich da drum schaut, spart man sich viel Geld. Und ich habe nämlich was Neues besorgt. Nämlich ein Kettennieter und einen Kettenöffner. Und ja, falls ich mal irgendwo unterwegs ein Problem habe mit der Kette, kann ich das jetzt dann einfach lösen. So ein kleines Mini-Werkzeug. Und ich versuche jetzt einfach mal, ob das auch funktioniert oder nicht. Weil das funktioniert jetzt. Wow! Es funktioniert super. Es funktioniert wunderbar. Geil. Und sich erinnern könnt, letztes Mal haben wir sich voll blockt. Irgendwo gibt es da noch so einen Hebel. Oder? Cyberbob 78 sagt guten Tag gewünscht. Servus Bob, grüß dich. Ist bei heute auch ein schlechtes Wetter bei euch. Bei uns ist richtig Kackwetter. Deshalb machen wir einfach wieder mal einen Service. Wie sparen Sie den Fahrradmechaniker Cyberbob nämlich? Cyberbob 78 sagt, die Kette sieht nicht gut aus. Nein, die Kette schaut gut aus. Die glänzt sogar, aber. Ja, wir werden es trotzdem reinigen. Kette kann man oft Austria genug reinigen. Austria-Heine-Safe-Service-Hammer-Pickel. Achso, ja, ich hab's gerade geöffnet. Mit einem super Werkzeug. Ich hab mir nämlich was Neues besorgt. Schön, ja? Cyberbob 78 zählt ja bei uns ist auch Apfelwetter. Schön scharf da. Also auf jeden Fall so ein Öffnungswerkzeug, keine Ahnung. Und der Kettennieter ist auch um. Das kommt in meinen Rucksack, falls wir irgendwo mal eine Panne haben unterwegs oder wer andere, kann ich denen helfen. Renn da ins Bremsenreinigerbrett. Check, 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 check. Check, ja, Bob. Das lassen wir uns ein bisschen. Das andere werden wir. Die Ketten mal einfach bei Hand. Kettenschloss. Das ist das Kettenschloss. Bob, machst du das auch öfters? Am Fahrradservice. Oder lass du das nur vom Profi machen? Solchen Leuten wie mir zum Beispiel. So, als nächstes. Cyberbob 78 fällt mir, ich mach das selbst. Aber die Kette zerlege ich nicht, nur wenn ich sie tausche. Okay. Ist das jetzt innerhalb von 10 Sekunden geöffnet? Einmal so, also so. Easy. So, dann mal Hinterrad runter. Ich glaube jetzt. Da muss ich einen Hammer holen. Schrägstrich Zange. Cyberbob 78 zählt ja, aber muss ja nicht sein. Da kommt Kettenfluid drauf und gut. Ja. Ich bin halt da ein bisschen am Monk, was das angeht. Bob, hast du noch. Na, du hast ja glaube ich auch schon Zwift deabonniert. Vielleicht zwifte ich noch eine Runde. Wer mitzwiftet. Wir könnten den Max fragen, siehst du? Cyberbob 78 zählt ja, Trainer ist ja hin. Ist jetzt komplett hin, egal. Oder ist komplett hin. Da jetzt. Cyberbob 78 zählt mir, aber wenn ihr ständig diskontet, ist das für mich unbrauchbar. Ja, richtig uninteressant. Das so ein Schaltauge muss man einmal besorgen. Das haben wir ab. Hast du da so eine Reserve auf der Reserve-Schaltauge? Verlieren. So. Cyberbob 78 sagt, nein, sowas habe ich nicht auf Reserve. Ich habe dafür 3 Reserve-Fahrräder. Ja, gut. Mahlzeit zusammen. Servus, Patrick, grüß dich. Alles fit im Schritt. Ja, warte mal. Wir bauen einfach die Zahnräder wieder aus. Jetzt wissen wir schon, wie das geht. Das haben wir letztes Mal schon gemacht. Jawohl. Es fällt, na klar. Gerade vom Sport rein. Jawohl. Gibt's da gescheit Gas momentan, gell, Patte? Alex Bernsteiger fällt bei mir, hätte immer gleich den ganzen Umwerfer abgerissen. Ersatzschalthaube hätte mir. Hallo Alex, das werden wir auch reinigen. Das ist klar, oder? Das stimmt. So, das haben wir hier unten. Dann machen wir da auf. Das haben wir letztes Mal auch schon gemacht. Das wissen wir auch schon, wie das geht. Also ein bisschen reinigen. Der Luigi-Fan sagt hallo, hallo, wurde schon gehämmert. Hallo Luigi. Na, heute noch nicht. Der Fehler passiert mir halt immer. Das verspreche ich dir. Aus Fehlern lernt man nämlich. Ich bin nämlich einer, der was, das alles selber mal probieren möchte und dann beim nächsten Mal das halt richtig gemacht. Also zumindest versucht. Dann kommen die Teile dran. Aber der Kettenöffner, den ich da besorgt habe, der ist echt cool. Fertig. Boah, da kommt eine Suppe rüber. Der Luigi-Fan zählt, wie geht's nach 100 km für die Fahrt? Ich spür nix. Ein bisschen schneller ist man immer. Aber ansonsten, alles. Wir haben letzten Jahr heute auch schon wieder gefahren, aber. Ja, Luigi, dir brauche ich nicht sagen. Wir sind in der Nähe von mir. Ein richtiges Kackwetter. Das ist ja heute nicht ein Trick. Auf. Alex Bergsteiger fällt, Kackwetter kommt auch gerade in Wien an. Ja. Der Luigi-Fan zählt, ja, Wetter ist suboptimal. Hoffen wir jetzt morgen ein bisschen schöner. Wir morgen wieder Bock auf eine Runde im Pfennigberg. Ich habe echt gedacht, ich war ja die Woche, das habt ihr wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Das habe ich nur auf Instagram gepostet. Ich war die Woche auf dem Pfennigberg mit dem Avocado-Cafe wieder.
So, unsere Home Trails, unsere legalen. Aber es ist ja mal richtig geil dort. Und ich muss ja öfters fahren, auswendig weiß, wo die Kurven sind und so, weil es ist echt nicht so ohne. Es sah auf die Videos immer alles so harmlos aus, aber das ist es gar nicht. So, deshalb muss ich da öfters hin, damit ich da ein bisschen mehr reinkomme. Aber das gibt's nicht, das ist so. Da wird Dreck drauf. Mistkübel besorgen dafür mein Thema. Da, gar nicht. Sprach mir mal an mich selbst. Wir brauchen einen Mistkübel. Luigi, hast du noch Swift am Laufen? So, was machen wir noch? Was machen wir noch? Da vorne. Das Kettenblatt ist das, oder? Kettenblatt. Hinten ist das Kettenkranzl. Ich muss die Fetzen mal waschen. Der lügische Fan sagt, ich hab noch 2 Wochen oder so, ja. Ich glaube, ich hab noch 10 Monate. Gratis. Um 9. Der lügische Fan sagt, könnte knapp werden. Ja. Das hilft dann wieder geil, ne? So, haben wir jetzt alles gereinigt, was mit der Kette zum Tor hat. Schaut gut aus. Die Kette selbst. So. Das Ding ist immer, wie kriege ich das Teil raus? Ich kriege wahrscheinlich meine Hand da nicht mehr raus. Oh, Alter. Ganz einfach, wie das ausschaut. Alter. Und jetzt. Und jetzt. Ich hab's. Okay. Jetzt fällt nächstes Mal einfach mal einen Faden an die Kette binden. Ja, das war eine blöde Idee. Jetzt brauche ich die ganz halbwegs sauberen Fetzen. Dann reinigen wir da nochmal die Kette. Schaut sauber aus. Lass mich ein bisschen verdampfen. Das Rest, den restlichen Bremsenreiniger. Das können wir aber quasi wiederverwenden. So, dann können wir noch einmal drüber wischen. Und dann mal die Kettenblättchen wieder rein. Und sind das zusammen dieselben, oder? Schon gleich aus, aber sie sind nicht gleich. Ich glaube, dass das das untere ist. Das ist das obere. So, jetzt haben wir wieder das Problem. Wie dreht sich das Teil? Ich drehe das so, dann muss ich das so drehen. Okay. Wir machen das Ganze nicht zu fest, aber schon fest. Haben wir jetzt rausgelernt gestern. Dann, fuck, ich habe was vergessen. Na, und da ist aber geflogen. Das ist aber nicht. Soldier 162 fällt alles, macht der kaputt. Alter, ist alles gut. Ja, so. Wie haben wir es gerade gehört? Ich drehe das so, die Kette, das ist so, und muss das so dran. Das geht dann so. Soldier 162 fällt gestern, ist es noch gefahren und heute schrotten. Nein. Alles gut. Ich bin schon aber der Fahrmechaniker angezogen. Dann kommt das, Schraube. So, das ist genau dasselbe. Das muss ich dann quasi. Das dreht sich so. Ne? Wenn ich so drehte, geht ja so. Dann habe ich das da falsch. Wenn es drinnen ist, dann dampft es leichter, glaube ich. So, pass auf. Das Schaltwerk ist so. Ich drehe so. Das heißt, das Ding dreht sich so. Wie ist der Pfeil? Da. Okay, das stimmt. Das dreht sich so. Dreht sich dann so. Wird dann quasi falsch montiert. Warum? Warum hat das überhaupt so eine Laufrichtung? Das ist doch. Okay, umgedreht. So, okay, jetzt haben wir nochmal Kontrolle. Das Ding dreht sich so. Pfeil so. Das stimmt. Passt. Und das dreht sich so. Echt, wir machen es jetzt einfach mal fest. Ich gebe die Kette rein, dann sehen wir es eh. Sonst muss ich es halt nochmal abmontieren. Aber schaut halt einfach ein bisschen falsch aus, oder? Nein, schaut richtig aus. Lauft. So, aber bevor wir die Kette rein dann, müssen wir quasi das Kettenkranzl auch noch reinigen. Also müssen nicht, aber wir dann. Mit Ole machen wir nicht so. Austrian Hysterie unter Feld, hallo. Dachte, an einen so tollen Rad muss man lange nicht zum Service. Nachdenkendes Gesicht. Na, so du mit denen nichts und meinst du, dein Auto zum Beispiel auch immer servicierst? Also ich muss das ja nicht machen. Aber ich mach's, weil es mir erstens Spaß macht und zweitens dann alles schön sauber ist. Ich mach's nur aus dem Grund so. Ich müsste das nicht so machen, so ausführlich. Aber dadurch lerne ich quasi mein Fahrrad besser kennen. Kann man die Sachen selber reparieren. Learning by doing, ne? Um das geht's. Sieh beim Auto, wenn du quasi immer Ölwechsel machst, je öfter du das machst, desto länger hast du den Motor. So ist das halt beim Fahrrad genauso mit dem Getriebe. Wenn du das immer schön sauber hältst, hast du das ewig. Dann nützt sich das Ganze, zeigt nicht so ab. Und es hat ja quasi eigentlich nichts mit dem Preis zu tun von dem Fahrrad. Es ist eigentlich nur, warum ist das Fahrrad so teuer? Weil einfach teure Komponenten drauf sind. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass man das weniger servicieren muss deshalb. Oder so genau, ich nehme immer das Auto zum Vergleich. Ne? Also wenn du jetzt einen Ferrari kaufst, ist ja genau dasselbe, du musst genauso oft Service machen, wie wenn du jetzt einen Dacia kaufst. Ne? Nur ist es halt beim Ferrari wesentlich teurer, der Service. Und deshalb machen wir das einfach selber. Bei der Musik drehe ich schon wieder durch. Halt. Habe ich dir. Ja. Ja. Bremsenreiniger kann man für alles nehmen. Das kannst du fürs Duschen auch benutzen. Das reinigt jeden Dreck. Und Musik umstellen. Drehst du ja durch. So. Die Musik umschalten, da werde ich wirklich aggressiv. -05 fällt bei euch auch so ein hässliches Wetter trotz 20 Grad kH. Ja, es ist nicht kalt, aber es ist halt grausiges Wetter. Deshalb. Na 1 fällt jetzt, wo alles gereinigt ist, kommt dann endlich der Hammer. Wir brauchen ein neues Spendenziel, ein Hammer, damit man einen Hammer kaufen kann. Okay,
Wisst ihr, was wir einmal in Angriff nehmen könnten? Bremsen klüften. Noch nie gemacht. Sollen wir einmal in Angriff nehmen bei demnächst. Also ist das jetzt drinnen oder nicht? Geht jetzt. Bremsen entlüften. Das werden wir jetzt auch nächstes Mal probieren. Es kann nur der absolute Fail werden. Ja, ey. Geh nicht da jetzt. Okay, zack. So, was wir da haben? 10 Newtonmeter. Für was haben wir es? Ich benutze es nur mehr jetzt. Mir passiert sowas sicher nicht mehr wie vorgestern. Das verspreche ich euch. Drehmomentschlüssel. 10 Newtonmeter. Und raten da durch. Schön, ja. Da. Okay, da ist es klar. Soldier 162 Cent muss nicht erst du alles zusammenschrauben. Nein, der Kletter kommt ganz am Schluss. So, jetzt ist es. So, Newtonmeter. Klick. Bis Klick macht, dann passt es. Jetzt rufen wir an. Ich hebe eigentlich sehr ungern ab. Ja, hallo? So, läuft. Wieder alles sauber. Dann kommt die Kette jetzt, ne? Wie ist das schon wieder da so rein, ne? Auf den Gang warten wir dann ungefähr. Da vergessen. Dann so runter. Dann, nein, bleibt da. Das kommt dann so. So, dann so raus. Das müsste es eigentlich gewesen sein, ne? Hä? Wie schaut das? Achso, das ist nicht original aus. Oh je, die sind alles. Ja, jetzt fangen wir wieder an. Na ja, super gemacht. So, dann müssen wir halt irgendwie so auf. Ja, genau. Jetzt wieder. Jetzt haben wir Draht, ne? Das haben wir letztes Mal auch gemacht. Ja, natürlich. Spaß, ja. Moin zusammen aus Niedersachsen. Servus, Schoppi. Endlich mal einer, was da versteht. Oh, auch wenn es ein bisschen ein Fail ist bei mir, aber learning by doing, ne? Learning by doing. Bleib da. Okay, jetzt passt. Jetzt können wir, also, da haben wir jetzt das, die Kettenglieder oder Kettenschlösser oder was. Wie die Dinger immer heißen. Eins, warte, aber Laufrichtung. Wir treten so. Das heißt, es gehört so rein. Unterstrich-Feld-Kompetenzvermutung haben Sie mir mal gesagt. Aber selber schrauben entspannt mich total. So. Laufrichtung. Da. Ach, jetzt ist wieder runtergeflogen. Da und da. Jetzt ist wieder runtergeflogen. Leck mich. Unterstrich-Feld-Feld hängt vorne aus, dann spannt es mich zu. Ich hab grad mein Kettenschloss verloren. Da ist. Ja, aber ich kann es vorne nicht aufhängen. Ich habe ja da vorne. Also ein Überwurf-Dingsbums da. Ich könnte mal ein bisschen einsummen, dann sechs. Ich habe ja da, sie ist wieder runtergeflogen. Ich habe da also einen Schutz, ne, dass die Kette nicht rausfliegt. So, Laufrichtung. Schoppi, du bist ja so ein Bastler. Warte mal, wo habe ich jetzt? Wo hab ich das Werkzeug hingelegt? Da. Schau, was ich mir besorgt habe, Schoppi. Für unterwegs und auch für zu Hause. Einen hochwertigen Kettenöffner mit Ketten. Und da hinten kann man noch, wirst du sicher kennen, aber kannst da quasi die Kettenschlösser reingeben, also Magneten. Richtig cool. Diese zum Öffnen. Jetzt grüße ich mal raus. So, wenn ich schon da stehe, nächste Musik. So, einmal, zweimal. Jetzt irgendwie zander. Und das rausfliegt. Komm. Klick. Ich habe mir das echt viel schwerer vorgestellt als mit der Kette, ne? Wenn ich ehrlich bin. Deshalb habe ich das bis jetzt noch nie gemacht. Aber mit dem Teil da, richtig geil. So. Aber wie können wir es jetzt wieder zander? Ist die Frage. Ne? Aller Fragen. Klick. Und dann lassen wir wahrscheinlich einfach Spannung geben. Oder? Geht das richtig? Schoki-Unterstrich-Zelt auf längeren Touren habe ich auch immer Liter, Kettenschloss etc. dabei. Aber ohne Werkzeug kommt sonst nicht weiter. Genau, und man kann ja unterwegs auch anderen helfen, nicht nur für sich selbst. Ne? Also wie kann man da jetzt eine Hinterbremse betätigen und wie kann ich das jetzt schließen? Kann ich das nicht mit dem Schließen auch? Ich kann es nur auseinander tun. Aber wie kann ich das? So geht's ja. So kann es funktionieren. So kann ich es nur öffnen. Gibt es irgendeinen Schmäh, dass man das... Schoki-Unterstrich-Zelt-Kettenschloss nach oben. Wie nach oben? Was meinst du jetzt nach oben? Der Lubitsche Fan zählt einmal rundum fahren, bis es oben ist. Okay, jetzt ist es oben. Und was jetzt? Der Lubitsche Fan zählt, dann bekommst du Spannung drauf. Okay, jetzt ist da oben. Und jetzt? Schoki-Unterstrich-Zelt-Pedale drehen, bis das Schloss oben ist. Ja, es ist hier oben. Du kannst mit der Pedale einrasten. Ha! Ist schon drinnen. Ja, ist drinnen. Ja, danke. So, jetzt kontrollieren wir nochmal die Laufräder. Da wird Kettenröllchen, ne? Ob die jetzt richtig dran. Weil da waren wir vorher nicht sicher. So, das dreht sich so. Ja, diesmal habe ich es richtig einbaut. Jetzt lässt mir, glaube ich, falsch einbaut. Gut, dann haben wir das. Was wir jetzt noch machen, die Schaltung. Weil im dritten und vierten Gang, das passt noch nicht so ganz. Weil ich habe nämlich einen kleinen Schlag einmal da aufs Schaltwerk gekriegt. Beim Downhill wieder umlegen. Und ja, ich habe zwar keine Ahnung, wie der Schalter funktioniert zum Einstellen, aber wir werden das schon schaffen. Was jetzt, glaube ich, wo für ein Gang ist das? Da ist es, genau. Ja, da muss ich mal ratatatatat. An was liegt das? Irgendwas passt da nicht ganz mit dem Schaltwerk. Da gehört irgendwas umgestellt. Was ist nur bei dem Gang und beim nächsten? Was müssen wir da einstellen, dass das nicht mehr ist? Siehst du das? Was ist das? Seht ihr mal? Ich weiß nicht, ob ihr das so gut seht. Da ist immer Spannung drauf. Schoki-Unterstrich-Zelt, welcher Gang ist das?
der schwerste oder irgendeiner in der Mitte? Ah, warte mal, es ist der 1, 2, 3, 4. schwerste Gang. Lass noch ein bisschen dran, dass du das siehst. Es schaut immer so aus, wie wenn er noch, also ums Müh geht es irgendwie rund, also noch höher ist der Gang. Er versucht immer raufzuspringen am nächsten Gang ganz leicht. Was müssen wir jetzt machen? Was? M4NuJay sagt Hallo ist gleich. Servus Manu. So, genau, er will hochschalten. Also, er will es nicht hochschalten, aber er springt schon immer aufs nächste höher, größere Ganzel. Er versucht es immer. Deswegen müssen wir wahrscheinlich. M4NuJay sagt Jacqueline schon wieder zu Hause. Ja, ja, natürlich. Gar nicht so einen argen Muskelkater, hat es gesagt. Nur die Sitzknochen deine Weh, hat es gesagt. Das ist ja super eigentlich. Ja, das stimmt. Also, ich habe da zwei Imbus. Zwei kleine Schrauben habe ich da. Suchen wir mal den richtigen raus. Noch kleiner. Zwei Imbus brauchen wir wahrscheinlich. So, der passt. Aber was müssen wir jetzt tun? Ich muss wahrscheinlich. Schön, wie unterstrich Set am Baugenzug hast du eine schwarze Wendelschraube. Versuch da mal ein Mühe zu verstellen. Aber nur kleine Umdrehungen und am besten merken, damit man wieder zurückstellen kann. Wir wechseln da ganz kurz. Nein, das ist mir. Pass auf. Ich habe da ein anderes Objektiv für meine Kamera. Dann kann ich da noch viel weiter reinzoomen, dann kannst du mal sagen, ob das der richtige Schrauben ist oder nicht. Ich wechsle da ganz kurz auf ein anderes Objektiv. Moment, jetzt geht ich on the fly. So, pass auf. Ah, schau her. Okay, mit jedes Schrauberl kann man sich da jetzt anschauen. Schicki Unterstrich zählt nicht die Anschläge verstellen. Du kommst ja in die kleinsten und größten Gänge. So, pass auf, pass auf. Ich muss einstellen, dass man das wirklich gut sehen. So. Maß 43 zählt high. Na, also warte mal. So. Okay, jetzt geht's los. Meine Kamera kriegt man da mal raus. Da, ne? So, na, das ist wieder, das rutscht immer ein bisschen, aber ich muss ein bisschen höher da festschrauben. Ach Gott. Schufi unterstrich zählt, wo der Baudenzug aus der Höhle kommt. Ist da nichts zum Drehen. So, jetzt müsste es passen. Der Ninja Fan zählt sonst gerade ein bisschen runter. Ey, da kann ich nicht richtig machen. So, jetzt weiß ich nicht, wo ich den Imbus hingelegt habe. Da ist er. So, ich hab da eine Schrauben. Ein bisschen runter. Gar nicht so. So, gut. Ich hab da einen Imbus. Maß 43 zählt, du drehst am Rad. Da? Schuppi unterstrich zählt, das sind die Anschläge. So, und jetzt, er versucht, gell, haben wir sie? Er versucht höher zu schalten, ne? Also quasi, er will da raufschalten. Sollte aber nicht. Moment. Maß 43 zählt, jetzt ist es komplett kaputt. Ah, alles gut. Ah. Ich muss die Kamera einstellen, das geht so nicht. So, jetzt passt es perfekt, ne? Ja, jetzt passt. So, was für ein Schrauben dran jetzt, Leute? Diesen da? Schufi unterstrich zählt, die schwarzen sind die Anschläge. Ach so, okay. Da stellst du nur ein, wenn du nicht in den größten oder kleinsten Gang kommst. Okay, den oder den? Links oder rechts? Der Lumiche-Fan zählt, hier ist der Adjuster auch vorne am Rad. Was ist? Was ist ein Adjuster? Was ist denn jetzt ein Adjuster, oder? Bitte Deutsch reden. Schurki unterstrich zählt, bin aber nicht wirklich für gleiche Mahnung. Wir nehmen jetzt einfach mal eine Minimu und raus bist du. Okay, nehmen wir den rechten. Schauen wir, was passiert. Am Mühe bewegen. Zählt die Wendelschraube bzw. der Relatjuster, die wir suchen. Maß 43 zählt, Grüße gehen raus an Sam, der Schini-Player im Chat und Yassi. Ja, Grüße gehen raus. So, die Wendelschraube bzw. Barrel-Adjuster, die wir suchen. Ja, aber Luigi. Kannst du bitte Deutsch mit mir reden? Danke. Schufi unterstrich zählt, stimmt, guck mal vorne am Schalthebel UBS deine Rändelschraube hin. Was ist eine Rändelschraube? Okay, da ist ein. Also, ich kann da. Was ist eine Rändel, Leute? Ich habe was Neues. Passt auf. Ich habe da extra. Passt auf, Leute. Jetzt werdet ihr gleich schauen. Passt auf, jetzt werdet ihr gleich schauen. Ich habe nämlich da. Moment. Kann ich jetzt quasi über das Handy das sagen? So, was ist da jetzt eine Rändelschraube? Klärt's mir auf. Ist das Teil da eine Rändelschraube? Schopi unterstrich zählt ja. Na? Maß 43 zählt, kann man aus einem E-Bike auch wieder ein normales machen? Wenn ja, warum tut man Leberfeld? Das ist kein E-Bike. Ich will kein E-Bike. Also wenn es geschenkt kriegt, dann schon, aber sonst nicht. Okay, müssen wir das jetzt nach oben oder nach unten dran? Also im Uhrzeigersinn wäre das, gegen Uhrzeigersinn wäre das. Wie drehen wir es? Maß 43 zählt doch. Das ist kein E-Bike, ne? Wo siehst du, dass das ein E-Bike ist? Wo wären Schuppi im Uhrzeigersinn oder gegen Uhrzeigersinn? Schuppi unterstrich zählt, hat er versucht hochzuschlagen. Maß ja. 43 zählt, sieht man doch am Gestell.
am Schoki-Set zu schalten. Also er will von diesem Gang zum nächst höheren. Sagst du nochmal? Schienenperiano 1 Set sieht für mich auch nach einem E-Bike aus. Ist aber keins. Outdoor-Set, danke Yeldes für dein Follow. Wie hochschalten? Jetzt. Schoki-Set, dann würde ich ganz leicht reinschrauben. Reinschrauben. Müsste Uhrzeigersinn sein. Okay, ich versuch's einfach mal. Okay, ist es ein bisschen reingeschraubt. Schauen wir mal, was das braucht hat. Boah, geiles E-Bike-Party-Gesicht. Ja, dann ist er der E-Bike, dann ist er der E-Bike. Da passiert gar nichts, Shopping. Schoki-Set, aber merken, wie fliegen wir. Okay, jetzt bin ich wieder bei der Grundeinstellung. Maß 43 Zelt wusste ich es doch, aber guter Versuch. Jetzt hat er es kaputt gemacht. Warum macht er das immer? Dickes, ich will schon wieder hochschalten. Da auch mal in die andere Richtung. Einmal, zweimal. Macht gar nichts. Einmal, zweimal. Michi, Austrian Hysterie Hunter, zählt mehr Technik, mehr Probleme wohl. Zwinkern das Smiley. Ja, das bringt gar nichts, wenn ich da rum, wenn ich an den Boden denkst, da mal dumm durch. Maß 43 zählt typisch E-Bike. Ja, aber wirklich. Schoki zählt ein nachdenkendes Gesicht. Michi Bird zählt, der Pichel macht immer alles kaputt. Das macht er nur bei dem Gang. Schau, ich schalte jetzt einmal zusammen hoch. Yeldelf zählt, welche Marke ist das E-Bike? Robert. Siehst du, da passiert das nicht. Das passiert wirklich. Michi Bird zählt E-Bike. Macht er nur bei dem Gang, vom ersten, zweiten, dritten, vierten Maß Gang. Maß 43 zählt, um welchen Gang geht es? War auch mal in einer Gang. Ja, und bei dem Gang. Oh, das ist so schlimm gemacht. Eins. Okay, da geht's jetzt wieder. Da läuft er wie ein Katzerl. Wenn ich weiter hochschalte, genauso weiter hoch wie ein Katzerl. Nur weiter hoch wie ein Katzerl. Da aufhört er wieder. Nicht dem funktioniert. Funktioniert auch noch. Kommt er jetzt. Halt. Na, geht auch noch. Yeldelfeld, kannst du das nochmal machen? Oh, jetzt funktioniert's. Ich glaube, wir haben das Problem gelöst. Wir haben das Problem gelöst. Ist das da hinten ein Gönner-Gin? Natürlich. Dann folge ich. Michi Bird zählt es okay schön sauber noch die Kette Kassette. Hyperiano 1 zählt erstmal ein Döner-Jean. Ja, die. Outdoor-Pichel zählt danke Maß 43 für dein Follow. Der Kettenkranz ist so sauber, weil ich ihn vorher putzt habe. Und die Kette glänzt auch so, weil ich es gerade geputzt habe. Die müssen wir jetzt noch ölen. Jetzt schalten wir das wieder aus. Gehen wir wieder auf diese Kamera. Warum? Weil wir es können. Jetzt ölen wir die Kette noch. Die E-Bike-Kette quasi. Ne? Wo ist das Kettenglied? Da ist. 3000 Jahre später. Na. Meine Männerbrüste. Hand auflegen, genau. Gut zureden, eher. Das hat, Michi, das heißt, der nächste steige ich um auf Wachs, oder was? Warum bist du vom Vario Loop auf Wachs umgestiegen? Warum warst du nicht zufrieden mit dem Vario Loop? Weil Wachs sauber ist. Der Vario Loop sollte angeblich auch sauber sein. Michi Bird sagt, ich kann meine Kette angreifen und bin sauber. Immer. Back. Wachs ist echt geil. Aussehen. Michi Bird sagt, und der Aufwand ist der gleiche. Ja, fühle ich. Aber beim, was nicht, beim. Dem Grip-on-Wachs ist es wie ein normales Öl. Beim Kettenwachs, ich weiß nicht, beim Gravelback würde ich es fühlen, aber beim Fully irgendwie nicht. Weil da fährt man so viel durch den Guard schon mal rum, das wetzt ja immer raus, oder nicht? Michi Bird fällt nein, nicht wirklich. Okay, erledigt. Ich sprühe jetzt das da oben noch ein bisschen. Ich glaube, wir haben einen kleinen Achter drin, kann das sein? Und minimal noch, oder? Gut, dann haben wir das. Das Bike ist fertig. Michi Bird fällt BTW wegen deinem Unfall mit der Schraube vom Steuersatz. Habt ihr auch einmal am Gravelbike zu fest angeschraubt, aber bei mir ist nur die Abdeckung gebrochen. Ja, das war was. Bist du deppert? Reden wir nicht drüber. Da haben wir das Objektiv wechseln. Aber aus Fehlern lernt man, ne? Sagt man so. Michi Bird fällt. Dann ist das Bike fertig. Damit habe ich mir in den Highlights angeschaut. Weißt du, was ich gemeint habe mit dem, wenn du das siehst, hättest du geweint. Aber hey, schau her, wir haben deinen Schrauben, da ist. Okay, da ist er. Der Schrauben von der KTM, oder? Da. Michi Bird fällt den Fehler, wirst jetzt wenige Stempel wieder machen. Nein, den mache ich nie wieder. So, ich hole ganz kurz das andere Bike, ja? Also, erst, dem haben wir schon. Der Luigi-Fan fällt 2 bis 3 Bikes passen da locker noch rein. Michi Bird fällt Pichel hat bald mehr Bikes als Michi. Unterstrich fällt mit welcher Geduld du auf die Schraube eingeschlagen hast. Aber man hat auch gemerkt, dass je länger das dauert hat, desto aggressiver habe ich auf die Schrauben drauf.
Ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat. Danke für dein Reset, Manfred. So. Die Ketten ist natürlich nur schmutziger wie das vom Weil. Da haben wir normales Öl drauf. Da brauchen wir sowieso demnächst eine neue Kette. Weil auf der Kette habe ich ca. 3000 Kilometer drauf. Da müssen wir uns ja mal eine neue Kette bestellen. Und die Kette habe ich noch nie herunter gehabt. Das werden wir jetzt machen. Das werden wir jetzt machen. Michi wird fällt bei mir, ist die Vario-Hunde genauso dreckig wie ein normales Öl gewesen. Okay. Wenn du noch keine Kettenlehre hast, wundert mich. Ja, die muss ich mir jetzt eher besorgen. Die kostet ja einen Scheiß. Und oh, wow! Leute, Kaffeepause ist vorbei. Habe ich Ehre? Ich gehe nachher vielleicht zwiften. Ein paar Damen zwiften. Ich hab Bock auf zwiften. Ich will wieder Handschuhe. Oh. Mal schauen. Ah! Es wird auch schon immer mehr zum Geld. So. Liebe Kette, du darfst jetzt baden gehen. Das erste Mal in deinem Leben. Viel Spaß in der Badewanne. Ich hab kurz eine kurze Hosen an. Boah, Mika, hast du einen Pool lassen? Boah, bist du deppert. Boah, da stinkt's, Mika. Was hast du denn schon wieder gekriegt bei der Oma? Hä? Was hast du denn bei der Oma zum Essen gekriegt? Du stinkst immer nur so, wenn du von der Oma kommst. Ja? Was mir gar nicht so anschauen. Bist du da? Mach mal das Fenster, mach mal die Balkonte auf. Bist du da? Sei du nicht schaumst, Micka. Komm mit Oma. Scheiße, ich hab die Ketten. Oh mein Gott, scheiße. Ich hab die Kettenglieder da drinnen. Oh nö. Scheiße. Ach, jetzt hab ich wieder. Ach, scheiße, ich vergesse noch, die Handschuhe hat sich. Ach. Ja. Euer Baguette-Bike hab ich bis jetzt nur normales Öl benutzt. Aber ich hab nur Kavari-Lob oben gehabt. Zur Verteidigung. Ja. Wahrscheinlich wird er bald auf Kettenwachs umsteigen. Nirol P, danke für dein Follow. Danke, danke. Nirol, danke, wenn du eine neue Verein. Ja, ich werde wahrscheinlich eh so weit kommen. Wann muss man die Ketten wechseln? Ist so bei 3000, 4000 Kilometer, oder? Ich brauche halt eine Kettenlehre, ne? Und da, das ist es. Nirol P, bist du vielleicht auch Radfahrer, oder was? Messen, ja. Ich glaube, ich werde mir sowieso so einen komplett fertigen Werkzeugkoffer besorgen fürs Fahrrad, ne? Wo alle Teile da weiß, was man so braucht, damit man das Bike auseinanderbauen kann. Ich glaube, sowas werden wir mal besorgen. So, wenn wir schon dabei sind, den Schrauben da, können wir einmal reinigen und wieder frisch fetten. Ne? So, folgendes. Achso, ja, genau, das werden wir machen. Mein Bad zur Reinigung. Jederzeit, Michi. Ich mache das einen Spaß. Aber ich weiß nicht, ob du es mir geben willst. Wenn du willst, dass ich mit dem Hammer, mit dem Schraubenzieher auf der Fahrrad einschlage, dann bist du bei mir richtig. Gut, dann werden wir aber jetzt gleich. Aber ich komme jetzt wieder zu meinem Zwift-Moped hinten. Kein Problem, Leute. Ich hab echt ein Platzproblem. Michi Berg fällt, muss bald eine Garage anbauen. Ja, vor allem im zweiten Stock raus, aus dem Fenster, oder was? Michi Berg fällt ja mit Aufzug. Ja, das war's. Das war richtig geil. Wo tue ich das Bike hier da? Ei Gott, da haben wir das Swift-Moped. Da hinten. Brauchen wir das? Ja, natürlich. Aber ich bin kein Fachmann, Nirol P. Es schaut nur so aus. Gell? Ich bin einfach nur Hobbybastler. Ich bin kein Profi, echt nicht. Aber schieß los. Ich habe kompetente Leute im Chat, die viel kompetenter sind wie ich, was helfen könnten, wenn zwei. Also raus. Da fehlt das Smiley dazu. Kappa zum Beispiel, ne? Dann würde ich es abkaufen. Pass auf. So, das Bike können wir da jetzt rüberstellen. Ich bin immer noch so fasziniert von dem da, Michi. So geil. So, dann. Michi wird, leider an förmiges. Ernsthaft? Ich habe ein 40 Jahre altes Rennrad. Rahmenschaltung für Stange und 2x7 Minuten, die ich am Übergang, da ich bei Amazon gesehen habe, dass es Bremsschaltgriffe für 2x7 gibt, mir diese zu montieren. Ist das machbar bzw. empfehlenswert? Nirol P, es scheint vielleicht so, wenn ich mich auskennen würde, weil ich da so eine kleine Werkstatt habe, weil ich möchte gerne Streamer bin und YouTuber, aber ganz ehrlich, ich habe vor einem halben Jahr zum Fahrradfahren angefangen und ich habe eigentlich null Ahnung. Ich mache es aber meinen Service selbst und alles Mögliche, aber das haben wir alles durch YouTube quasi angeeignet. Also die fachspezifische Frage kann ich da leider nicht beantworten. Derjenige, was beantworten könnte, der Shoppi zum Beispiel, der ist leider wieder weg. Der kommt später wieder vorbei. Der kennt sich da besser aus, aber ich bin der echte falsche Ansprechperson. Wirklich, es tut mir leid, dass ich da nicht. Nirol Zelt hätte ja klappen können. Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Michi Berg Zelt Schuppi ist unser Bastler. Ja, der Schuppi ist unser Bastler, das stimmt. Das Kettenblatt haben wir noch nicht gereinigt. Der weiß. Da kommt eine Drecksuppe, aber da. Alles fit im Schritt. Roro Ramplion Zelt Kette. Fast eh schon eine gewachsen. Nein, noch nicht. Meine Kette ist gerade im Bad drinnen. Im Bremsenreinigerbad. Ich schmier meine Ketten momentan mit
Hashtag noch Werbung haben wir selber gekauft. Mit Varialoop. Schaut scharf. Okay, jetzt. Genau. Soll angeblich auch. Soll weniger schmierig sein und Verharzung sein wie bei normalen Ölen. Das finde ich gerade selber heraus. Der Micha gesagt, er hat das auch schon benutzt. Ist nicht so überzeugt davon gewesen, weil er trotzdem einen schwarzen Hänger gekriegt hat. Aber ja. Jetzt habe ich es schon, jetzt benutze ich es. Genau. So, was wird jetzt machen? Jetzt hat sie schon wieder auseinandergebracht. Die Kette braucht man. Genau. Die Kette machen wir wieder drauf. Das Problem ist, ich muss da jetzt reingreifen, weil ich nämlich die Kettenschlüssel auch da drinnen. Wenn ihr noch ein paar Mal schwarze Finger bekommt, wechselt ihr dann. Höchstwahrscheinlich. Dann schauen wir mal, ob da jetzt die Kettenglieder auch drin sind oder nicht. Ah, die sollten nur auf der Kette sein. Handschuh aus, Handschuh drauf. Komisch, die Musik eigentlich jetzt aus. Michi Bird zählt Wachsmafia im Chat. Ja, aber echt. Also das Wachs muss wirklich was kennen. Ansonsten würden nicht alle sagen, hast du das auch schon Wachs oder nicht? Habt ihr alle Wachs drauf? Robo Rampion fällt, du hast nie wieder dreckige Hände. Das ist ja gar nicht dreckig. Michi Bird fällt und bessere Performance als Nebenprodukt. Alter. So, schaut aus wie neue Ketten. Michi Bird fällt pickelfaules Kette. Robo Rampion fällt dreimal längere Lebensdauer der Komponenten. Okay, ich hab gerade einen Kettenglied gefunden. Gut, das andere? Scheiße. Code Red. Code Red, Leute. Ich habe einen Kettenschloss verloren. Michi Bird zählt das stimmt noch eine Runde. Scheiße. Fuck, Alter. Das Kettenglied ist. Das kann sich ja nicht auflösen, oder? Ha! Da ist. Michi Bird zählt Hashtag Red. Kommt. Jetzt kommt. Das ist noch schmutzig. Das ist noch schmutzig. Jetzt ist es nicht mehr schmutzig. Richtig, der hat so gut funktioniert, aber bei meinem neuen Bike könnte man das eigentlich nur mit Angriff nehmen. Das sind nämlich wirklich Tubeless Ready Felgen und Reifen. Ich habe extra nachgefragt. Da könnte man eigentlich jetzt, die Milch könnte man eigentlich für den Reifen benutzen. Und ich habe sogar eine Pumpe mittlerweile. Oder ich habe jetzt im Auto. Das könnte man eigentlich in Angriff nehmen. Michi Bird sagt ja, du brauchst halt eine ordentliche Pumpe. Ich habe eine ordentliche Pumpe, ich habe mir da eine besorgt. So, aber jetzt bauen wir mal die Ketten wieder ein. Michi Bird sagt aber ja, sollte auch einfacher sein mit den dicken MTB-Reifen. Auch dafür. Ja, wir haben eigentlich alles dafür jetzt. Jetzt schauen wir mal, dass wir die Kette da wieder reinkriegen. Schrift an der Kette auf gelb. Wofür Schrift? Das schaut gleich aus. Ist auf beiden Seiten. Verwirrt es mich jetzt nicht. Das ist auf beiden Seiten gleich. KMC steht drauf. KMC? Die habe normalerweise nur auf einer Seite Beschriftung. Na, KMC. KMC ist egal. Okay. Multidirektional. Dann passt. Da wird ja jeder Hersteller eigene, oder was? Also, Laptop, Laptop. Ach, Alter. Oh. Hallo Mika. Kannst du mir mal holen da? Komm her da. Bitte. Okay, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Yes. So. Dann vorne aushängen. Da haben wir sie leichter, habt ihr gesagt. Dann ist meine Kettenblätter. Wo haben wir die hingelegt? Wo bin ich hin da? So, Laufrichtung gibt's keine. Gibt's eine Laufrichtung? Bei meinem Fully habe ich Laufrichtung gehabt. Da habe ich keine Laufrichtung. Kann man es wahrscheinlich dann, egal wie eine dann. Michi Bird fällt, wenn es eine gibt, ist normalerweise ein Pfeil drauf. Beim Fully habe ich einen Pfeil drauf. Okay, scheiße, passt. Klick. Passt. So, dann hätten wir das an. Deine Webseite gefällt mir. Danke, ja, die hat der Patte gemacht. Mein Moderator. Patte und der Soldier. Wo bin ich? Swift-Moped dann mal auch noch mal kurz reinigen. Das Kettenkranzerl, ne? Kannst du gerne auf YouTube vorbeischauen. Ich habe nämlich sehr viele coole YouTube-Videos auf meinem YouTube-Kanal. Ich betreibe nämlich seit 2 Jahren quasi dieses Hobby, Filme von meinen Abenteuern drehen. Auf Twitch bin ich erst seit, langsam jetzt auf Twitch, 2,5 Monate, 3 Monate. Auch wieder aus wie neu. Dann hängen wir jetzt das Gravel-Bike aus Swift-Moped. So. Stopp. Wir brauchen den. Aber ein grüner Nupsi. Ich weiß nicht, was für ein Gang das wir waren. Immer runterschalten. Ist denn da jetzt? Ui, wir haben einen Fehler. Immer einen groben Fehler im System. Scheiße. Wir haben einen groben Fehler. Wir haben einen gravierenden Fehler gemacht. Wir haben einen gravierenden Fehler. Scheiße. Ja, ganz genau. Ja, das ist auch wieder was. Das muss man halt einmal machen, damit man es weiß beim nächsten Mal. Ne? Genau deshalb. Das Ketten geht runter. Genau deshalb machen wir das Ganze da. Oder besser gesagt, ich. Ach, dass wir besser werden. Dass wir eben keine Fehler mehr machen beim nächsten Mal. So, oben durch. Oben durch. Und dann da durch. So, jetzt passt. Jetzt passt. Wer hätte gedacht, dass ich das immer selber mache. Das kostet im Fahrradshop, ja, so ein Service, kostet im Fahrradshop zwischen 60 und 120 Euro. Das kann man sich selber machen. Keine Raketenwissenschaft, das Fahrrad.
Fahrrad. Und beim E-Bike war ich die draußen. Ne? Da geht es schon wieder um Software und den ganzen Gag. Aber das ist alles noch mechanisch. Kann man selber basteln. So wie bei den Autos. Wenn es ein altes Auto ist, kann man selber dran rumbasteln. Passt kein, was weiß ich. Also, schauen wir mal, ob es jetzt richtig ist. Schaut aber jetzt auch nicht richtig aus, wenn du mich fragst. Achso, weil ich vorne die Ketten raus. So, und jetzt macht's. Alter, okay. Probieren wir es, ne? Ja. Schaut gut aus. Dann haben wir also eine Paste gekauft, ein Langzeitfett für die Achse. Nicht recht viel. Verschmieren da. Und ich habe schon wieder Fallscheine da. Das grüne Nupsi am Zwift-Moped. Immer dasselbe. Aber das haben wir gleich. Einmal umdrehen. Passt. Was, Tobi? Ich hab grad vor einer Minute an dich gedacht. Ohne Scheiß. Wie ich das Zwift-Moped aufgebaut habe, haben wir gedacht, jetzt waren die Bälle. Der D-Drucker-Dingsbums, ne? Waren jetzt lässig. Von Tobi. Ich hab gerade an die gedacht, wirklich. Ohne Spaß. Das ist nicht original. Doch. Okay, passt. Dann müssen wir das auch noch frisch ölen. Haben wir da jetzt ein normales Öl oder das wahre Loop? Ne? Das ist ja jetzt die Frage. Das wahre Loop drauf. Ja, es hat ja keinen Stress. Wie geht's denn da? Die Zwift-Saison ist ja sowieso vorbei. Das ist ja nur eine Ausnahme da, ne? Wenn wir so ein schlechtes Wetter haben. Das ist aber nicht gut, Alter. Was machen die mit dir dort? Heißt zum Jahr, der Biecherreher. Dann wieder runter da, dann sterbe ich nur beim Züchten. Ich muss mir das angucken, dass ich die Imbus immer gleich wieder wegstecke. Dann suche ich wieder die einzelnen Imbus. Du arisch unterstrich Blumen zählt nichts Gescheites. Ja, hab ich auch wieder daheim bleiben. Wie merkst du das, die Räumerschübe? Oho, ich bin wieder früh da. Du arisch unterstrich Blumen zählt, hab's grad nicht verstanden. Wie du die Räumerschübe bemerkbar machen. Aber also ich kenne Räumer so halt bei den Fingern, ne? Ich kann nur das. Früher meine Oma, die hat ziemlich starkes Räumen gehabt und die hat es auf die Finger gehabt. Gibt es da woanders auch noch Räumen oder hat man das nur auf die Finger? Blöd, dass ich da so blöd nachfrage, aber ich kenne mich nicht so gut aus. Ellbogen, okay. Ellbogen. Oder Lendenwirbelsäule, oder? Lendenwirbelsäule, das ist da unten, oder? Oder ist die da oben? Rücken, ja. Lendenwirbel, das ist. Warte mal. Ich glaube, das ist da unten, oder? Lenden. Das ist da unten. Boah, das stellen wir aber echt noch so leibern vor. Boarisch unterstrich Blurat. Und was macht das? Macht das steif quasi, oder? Sieht das richtig? So. Wir versteifen die Wirbel 1 plus 2 sind schon zusammengewachsen. Hast du das ständig oder hat das immer nur so Schübe? Boarisch unterstrich im Winter und im Sommer dauerhaft. Im Sommer dauerhaft? Scheiße. Das heißt bei warmem Wetter, ne? Boarisch unterstrich Blurat zählt ja ab 20 Grad. 20 Grad, oder? So jetzt dann, ne? Frühling, oder? Das ist übrigens auch ein 3D-Druck. Habe ich von der Eva gekriegt. Meine 1000 Abonnenten auf YouTube. Noch irgendwo so eine Urkunde machen, ne? Und dann irgendwo hingehen. Das noch machen. So. Boarisch unterstrich Blume zählt ja genau, aber ich hoffe, dass die Kältekammer mir längerfristig hilft und dass im Sommer dann besser ist. Ja, das heißt jetzt eigentlich dann, das Eisbaden ist, müsste eigentlich voll gut sein für dich. Und du sagst Kältekammer, vielleicht solltest du mit dem Eisbaden anfangen und Kältetherapie hilft. So, Bremsenreiniger hilft für alles, haben sie gesagt. Schaut wieder aus wie ein Eichstätisch mit dem Bremsenreiniger. Der Bremsenreiniger, das Allzweck-Reinigungsmittel für den Mann. Boarisch unterstrich Blumer zählt Eisbaden, ist erfeuchte Kälte, braucht eine trockene Kälte, ja. Minus 110 Grad. Okay, gut, das kannst du selber nicht simulieren, ne? Was da noch jetzt? Kennt ihr eigentlich so auch Zwiften? Also ich habe da jetzt gerade im Bildschirm bei meinem Videocutting-Bereich, ich müsste das Ganze wieder da rüber bauen zum Zwiften. Ihr könnt eigentlich den Bildschirm auch so benutzen, nur einen Laptop da herstellen. Geht das oder geht das nicht? Boarisch unterstrich Blumer zählt, aber es heißt, es kann 2 bis 3 Monate dauern, bis der Körper reagiert auf die Kälte. Okay. Feldbild steht. Was? Bild? Bild steht? Was? Nein, funktioniert. Boarisch. Okay, sehr gut. Ja. Wie tun wir da jetzt? Ohne dass er zu viel mit basteln will. Das geht ja nicht, aber da. Wir haben. Was ist das da? Das ist die Maus. Die brauchen wir nicht. Das kann ich ausstecken. Das HDMI-Kabel vom Bildschirm ist das. Das Mikrofon brauchen wir auch nicht. Wir brauchen eigentlich nur die zwei Sachen. Wow, die zwei Sachen auswerfen. Das brauchen wir auch nicht. Tut mir leid, dass ich da gerade ein bisschen so rumbasteln tue, aber einfach das Netzwerkkabel ist natürlich schon sehr wichtig. So, alles Wireless machen geht das nicht. Das ist das da. Wir müssen das ganze Mikro sichern. Schaut auch nicht so schlecht aus. Komm raus. Das Netzwerkkabel. Kann theoretisch noch reinzoomen. Ich glaube, das kann man, wenn man da so umsetzt. Ja, gut. Bildschirm her, Zwift, gut, das passt. Na, jetzt wieder ein Passwort von mir. Okay, das passt auch. Dann, nein, jetzt machen wir auf einem anderen Bildschirm. Ja, so kann ich auch zwiften. Gut, dann ziehe ich mich noch ganz schnell um. Oder mal besser gesagt, ist irgendwer da, der was mitzwiften will? Ist irgendwer da, der was mitzwiften will? Oha, und ich sehe gerade, dass wir
fast leer sind. Akku ist fast leer. Der Kabel ist echt gefährlich da jetzt. Passt. Ich bin gleich wieder da. Ich weiß schon nicht. Wenn ich mal wiefahre, dann könnte es sehr gemütlich werden. Alleine wird es halt nur. Ich will mal den Frosch auch noch brauchen. Bin wieder da. Wie gemütlich das wird halt. Was soll's? Das wird sich herausstellen. Das Mikrofon da. Gut. So, trinken brauchen wir noch, dann können wir eigentlich starten. Und dann geht's los. Ihr könnt ja schon mal Vorschläge reinschreiben, wofür eine Route, dass wir fahren können. Ob wir die Alpe fahren sollen, oder sonst irgendwann Schabernack. Dreimal, passt. Dann können wir sich mal die Hände waschen. Gesundheit. Ja, es ist ja so toll, das Öl so gut runtergeht von den Fingern. So, so, bin wieder da. Und so gut wie ready. 3 Liter Wasser. Den Ventilator brauchen wir noch. Ventilator. Und warum ist die Musik aus? Haben wir überhaupt noch Steckdosen frei? No, haben wir nicht. Verdammt. Nehmen wir ein Ventilatorproblem. Wir haben ein Ventilatorproblem. Was haben wir da jetzt? Irgendeinen Verteiler? Nein, haben wir nicht. Können wir ausstecken, was wir nicht brauchen. Das stecken wir aus. Das ist das Licht. Das ist der Streaming-PC. Scheiße. Das Kabel ist ja da nicht recht machtig lang, ne? Könnte sich ausgehen. Jetzt geht's ja aus. Da müssen wir eigentlich nur mehr rein. Haben wir da jetzt reingesummt oder rausgesummt? Ist zu viel reingesummt? Ja, so passt. Gut. Ziehen wir uns die Schuhe. Ah, stopp. Ich muss den Sitz noch umstellen. Der ist nämlich auf die Schacke eingestellt. Der ist nur auf die Schacke eingestellt gewesen. Hier die Schuhe. Und fahr die Alpe hoch. Guck auf die Alpe. Oder ein Rennen. Ein Rennen können wir auch fahren. Ein Rennen und dann vielleicht auf die Alpe oder so. Das ist eigentlich das Mikrofon. Das ist blöd. Ich höre es mal nicht aus lauter. Der wünsche Fan sagt, Big Spin ist auch gerade. Was ist Big Spin? Was ist das? Ich weiß nicht, wo ich das Mikrofon hier drin. Der Luigi-Fan zählt so starkes wie Tour de Zwift und am Ende gibt es ein Glücksrad mit Preisen. Okay. Wir sind jetzt hier 4 Wochen lang. Die schwitzt durch, Dingsbums. Da ist schon alles verrahmt. Wenn wir da auf das Bar gehen. So, halt ziemlich locker. Mach das Essen, Mika. Pass bitte auf mit den Kabel. Diese Essenszeit, ich weiß. Also, mein Hund ist ja wie. Also, wie. Schweizer Uhrwerk. Wenn ich so fahre, hört's mir noch. Hört's mir? Ansonsten muss ich den Staumikrofon nehmen. Bitte kurzes Feedback. Wenn ich so da sitze, ob ihr mich gut versteht oder nicht. Danke. Test 1, 2, 3. Ich bin der Autobücher und das gerade das Mikrofon. Bitte einmal kurz reinschreiben, ob ihr mich gut versteht oder so halbwegs versteht. Der Luigi-Fan sagt, man hört dich, aber die Musik ist lauter als du. Dann nehmen wir leise und wir nehmen uns anderes Mikrofon. Dann nehmen wir das Mikrofon. Für was? Außerdem ist die Qualität besser mit dem. Na Mika, du kannst es nicht vorbei. Warte, pass. Ja, genau, pass bitte auf. Dagegen rennst. Test 1, 2, 3, jetzt müssen wir es ein bisschen besser verstehen. Jetzt habe ich das andere Mikrofon. Der Luigi-Fan sagt, läuft. Okay, passt, alles klar. Dann machen wir es auch so, ne? Dann haben wir keine Probleme. Luigi, was ist jetzt? Fährst du mit oder nicht? Sonst muss ich ja was Dinger öffnen, ne? Ausfahrt. Ui, ich spiele aber schon die Haxen, muss ich sagen. Tuk-tuk-jackie-jöckjöck hallo, hallo. Mit umarmenden Händen. Der Luigi-Fan sagt, ja, sieht was aus. Okay. Ne, pass auf. Dann schauen wir mal, vielleicht finden wir irgendein Rennen, ne? Vielleicht können wir ja ein Rennen fahren. Was Bock? Schauen, irgendein lässiges Sprintrennen. Ich habe mal Bock auf so einen richtigen Sprintrennen, so 5 Kilometer oder so. Gibt's sowas? Michi Bird zählt ein gemütliches Rennen. Gibt's irgendwie sowas? So ein Sprintrennen, ihr Bock? So, also, 5 gibt's sowas? Warte mal, ich stehe mal um, dass ihr das auch seht, was ich da mache. Wo ist denn die Maus? So. Michi Bird zählt Time Trial vielleicht. Jetzt erst müssen wir da noch ein bisschen was umstellen. Oh. Transformieren. So sieht's. Der Luigi-Fan sagt, muss eins suchen, wo die Kategorien nicht erzwungen werden. Glaub, wir sind in unterschiedlichen Kategorien. Ja, ganz sicher sogar. Ja, das passt ja super, ne? Das Blöde ist nur, dass du das da mit Ventilator mitnimmst. Das ist nicht ganz so schlimm. Ja, oder? So kann man es lassen. Jo. Schauen wir mal. Time Trial. Wo findet ihr das jetzt? Bei Event Art. Da steht's. Rennen. Was ist das? Jo. 40 Kilometer, na danke. 17 Kilometer ist auch noch lang. Mountain Mash. Ey, warte mal, das sind aber. Ey, was ist mit dem? Machen wir das, Leute. Mountain Mash. 6 Kilometer, 330 Höhenmeter. Sollen wir das ballern? Warte mal, ich muss einmal, siehst du, ich muss den Stream ändern auf Zwiften. Moment mal. Stream Info bearbeiten. Zwift. Was haben wir heute? Samstag ballern. Oder? Gemütlicher Zwift. Stream. Der Luigi-Fan sagt, ja, mach das. Ich fahr dann einfach Big Spin auf gemütlich. Okay, soll ich das machen? Das klingt ja interessant, oder? 6 Kilometer, 330 Höhenmeter in meiner Kategorie. 70 Leute sind dabei. Da sehe ich mich in den oberen 20 mitfahren, oder? Aber es beginnt erst in 50 Minuten. Ja, Alter. Das ist also 50 Minuten heißt. Schauen wir mal, was wir noch finden. Was haben wir denn noch? Der Luigi-Fan zählt Luigi erst in 50 Minuten. Ja, das ist. Warte mal. Was haben wir nur da? Zeitfahren. Was ist das?
Ja, das ist ja das ist alles nichts. Das ist alles nicht das, was wir suchen. Was ist ein Fond? Ein Fond da. Oh, Gruppenfahrt, Rennen. Zeitfahren, Team. Was ist ein Team-Zeitfahren? Tuk Tuk unterstrich Jackie unterstrich JJZ hast schau auf WhatsApp geschaut. Na, schau mal. Oder ist das. Ja. Das ist ja das, was ich hab, Schacke. So. Was haben wir jetzt da, Alter? Was ist das da? Tofu Tornado Rap. Das ist ja alles so lang. Tuk Tuk unterstrich Jackie unterstrich JJZ wollt dich nicht aufhalten jetzt. Unterstrich Jackie unterstrich JJZ, meine Farbe ist viel cooler. Darüber lässt sich streiten. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Verdammt. Ich möchte da jetzt ein Rennen fahren auf Dusty Trails. Aber von. Weißt du nicht, was das ist? Ah ja, nix. Okay. Ah! Tofu Tornado Race. Das machen wir einfach da. Das Rennen fahren. Oder wir warten bis. Und machen dabei noch was anderes. Das könnte man auch machen. Stimmt. Das andere Rennen, das klingt echt cool. Warte mal, wo ist das jetzt? Da. Stage 5 Swift Games. Climb. Dann hören wir sie jetzt einmal an. In 45 Minuten ist der Start. Oder oh, das ist genau das, was ich gesucht habe. Deshalb fahren wir das auch. Und wir machen jetzt einfach dabei noch was anderes. Das ist relativ spontan. Der Luigi-Fan zählt dann noch Warm-Up bis dahin. Wir machen Warm-Up, starten wir 10 Minuten vorher. Wir machen jetzt dabei einfach. Wir schauen einmal in YouTube rein. Machen wir da eine Reaction. Wir machen einfach eine Reaction. Vielleicht hat er irgendwer ein YouTube-Video rausgebracht von meiner Spezies. Tuk Tuk unterstrich Jackie unterstrich JJZ habt nur diese Farbe gewählt. Dass ihr mich beim Greffalo im Gebüsch wiederfindet, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Ich muss halt die richtige Größe nehmen, gell? Das darfst du nicht vergessen. So, wir schauen in YouTube. Moment, da müssen wir das Fenster kleiner machen. Dann, boah, ich bin schon so multitaskingfähig, das ist ja irre. Dann schieben wir das Fenster da rüber, machen das groß. Und wir merken sie, warte mal, in 45 Minuten haben wir gesagt, wie spät ist es jetzt? Erinnert's mich? Ja, um 17:50 Uhr. Unterstrich Jackie unterstrich JJZ, mir wurde tatsächlich ein L-Rahmen empfohlen. Ein L-Rahmen? Das ist zweimal so groß wie meins. Über einen S-Rahmen. L ist halt schon riesengroß. So. Schauen wir mal. Was haben wir da? Ob wir drauf reacten können. Oder sie gemeinsam anschauen können. Unterstrich Jackie unterstrich JJZ sagt das meiner Beinlänge. Hat irgendwer einen Vorschlag, was wir sie gemeinsam anschauen können jetzt? Irgendein cooles Video. Ein Vorschlag. Tuk Tuk unterstrich Jackie unterstrich JJZ hat sich gut gefahren heute beim Testen. Ah, bist du sehr Probe gefahren? Also dann. Warte mal, wir können uns das ja anschauen. Die Schacke, können Sie das einmal anschauen. Da geöffnet auf dem Laptop, das dauert jetzt natürlich ewig, bis er die Nachrichten reinholt. Da. Ja, da haben wir es eh schon. Oh, warte mal. Eine andere Farbe, gell? Ich möchte jetzt hier die Schacke kaufen. Speedster Gravel 40. Ich glaube, das ist sogar um eine Spur höherwertig wie meins. Über. Warte mal, wie ist das vom Scott? Das Scott ist, je höher die Zahl, desto besser ist, oder? Habe ich nicht auch 40? Oder habe ich 30? Fährt das da irgendwo? Ich habe einen 52er Rahmen. Hat das hydraulische Bremsen? Komponenten. Alter, das ist im Weg. Hydraulisch, okay, da steht sie. Okay, ja, hydraulische Bremsen. 20, okay, ja, gut, das ist immer zwei 10er Platteln drauf. Im Preis kannst du noch ein bisschen was machen. Kannst du sicher noch ein bisschen abhandeln, ein bisschen günstiger werden. Gut, schauen wir uns jetzt an. Alpencross, das lang. Bikepacking mit einem Anhänger in den Bergen. Das schaut ziemlich heftig aus, das ist auch ein langes Video. Haben wir können. Ihr könnt euch mal Opfer sagen. Moment. Das können wir auch machen, pass auf. Wir können einmal, die Musik können wir mal ausmachen. Ja, heute ist das alles ein bisschen wirrwarr da. Zack. Wo ist da jetzt das Video hin? Da ist, wie laut ist das? Ich bin ein bisschen lauter dran. Der Luigi-Fan sagt, hoffentlich ist das L dann nicht zu lang. Ja, das L klingt halt wirklich groß. Wann würde ich vielleicht eher M nehmen? L ist halt schon heftig. Oder hast du dich schon zugeschlagen? Tuk Tuk unterstrich Jackie unterstrich JJZ am Donnerstag wird's fertig sein. Preis habe ich noch gehandelt und eine Trinkflasche mit Magnet habe ich auch noch abgestaubt. Chef selber hat mit mir ausgewählt. Wird okay. Schon passen. Fahren war auf jeden Fall top. Okay, ja gut. Der Mittelhaus dabei wird es schon passen. Der Luigi-Fan sagt aber mit genau. Testfahrt wird es passes. Ja, es wird passes. Da hast du quasi nur eine Flasche mit Fitlock gekriegt. Das ist cool, ja. Das kostet mir auch 50 Euro. Ja, cool. Die Farbe schaut cool aus, ne? Die passt jetzt zu dir. So, wie schauen Sie jetzt das Video an? Das ist der Gipfeltrail. Wir müssen mal sagen, ob es das eh nicht zu laut ist. So. Tuk Tuk unterstrich Jackie unterstrich JJZ, ja Daumen hoch mit der Hautfarbe. Tuk Tuk unterstrich Jackie unterstrich JJZ, Video los. Mein erster Opfer am Fenningberg. Es schaut so harmlos aus. Okay, okay. Aber oh, es ist echt brutal. Wow. Geht das? Geht das? Das war schon Schisser, du, Alter. Du bist echt ein Schisser, Manuel. Na, nix mehr. Siehst halt einfach nicht das Gefälle. Schaut einfach, wie wir uns gerade oben gehen. Aber das ist ständig einfach voll keine Grafik. Das ist Zwift 2.0. Ne? Oh, also fetter Drop, Alter. Ja, genau. Ja, das erste Mal in meinem Leben.
am Fellingberg. Ja, ja, kleiner Fail. Rock, rock. Ja, ja, ja. Kommt der Hubschrauber schon von der Käf schon angerufen. Und jetzt, jetzt. Oh. Kennst du mal mit den Hattel laufen? Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Oh, fuck. So, okay, jetzt muss ich mal sehen, oder? Schau ein bisschen. Geht's noch weiter, oder? Fuck, Alter. Danke. Okay. Hast du vor? Der Lüge-Fans. Da geht's jetzt noch hin. Die habe ich auch nicht, wie du es siehst. Einfach machen. Einfach machen. Ja, ich will das Depot nicht bringen. Ich komm daher, dass man. Let's go. Wow, Alter, was ist denn das, Alter? Was ist denn das? Woo! Wow, geil! Ja, das ist richtig, ja. Wieder gestern in Altertaler bin ich da gefahren, wirklich. Da werde ich morgen wieder hinfahren. Alter! Wie geht das, wenn ich da nicht denken bei mir. Was passiert dann? So ein richtiges Workout für 2 Stunden. Hin, zurück. Das wird gehen, gell? Fuck. Wenn das Wetter morgen passt. Vielleicht werde ich den Livestream mitnehmen. Ich weiß nicht, ob dort noch Empfang ist. Keine Ahnung. Sogar ziemlich lang, der Trail. Aufstehen-Hysterie-Hunter seid noch mit Originalschraube unterwegs. Geil. Da schaut man einer sehr genau hin. Ja, ja, noch mit Original. Jetzt haben wir aufstehen müssen. Also schalten sollte der nicht auf. Ja, stimmt, das ist sogar nicht mit. Let's go, Alter. Scheiß drauf. Man liebt noch einmal. Mach die vergessen. Weg ist er schon wieder da. Mann, ist ja richtig. Wow, wow. Alter, bitte verzeiht mir das, Alter. Also wer sich das anschaut, bis da in dem Video, Respekt. Also an die wow Community, dass ihr euch bis daher das Video angeschaut habt. Weil für euch muss das ja auch krass sein. Autobüchel auf dem Fellingberg am Hornissen. Da fährt wieder Christian Jander. Nicht bremsen, hat er gesagt. Okay, okay, flipp. Das ist so starr. Oh, bis jetzt ist er ganz lässig. Das ist schlimm, nicht schlimm gewesen, aber wow. Ja, das kommt irgendwann einmal aus, das Video. Irgendwann. Also vielleicht noch ein bisschen weniger bremsen. Ja, genau so. Geiler Scheiß. Und jump. Oder nicht, dick, wurzelig. Ja, dick und wurzelig, wo ist das? Ja, ja, da kann man ab. Luigi, das ist auch was für dich, hä? Das geht schon mit dem Hardtail. Let's go. Geil, okay. Ah, das ist der frische Teil, gell? Boah, ja, du hast jetzt nochmal gespürt. Der Luigi-Fan-Sack. Oh. Oh. Fuck, fuck. Also, fuck. Ich bin ja ganz langsam gefahren. Oh. Okay. Ständig mit der Bremse angezogen. Ach so. Jetzt hast du was aufgeschnitten, oder? Oder gerutscht gerade? Das ist, weil da so ein Rühm drinnen war, so extrem in dem Garten. Ich sehe nichts, Alter. Ich sehe nur Braun-Tiere. Das war's, Alter. Ja, ich nehme mir mal einen Laufkopf. Geh mal Gas. Ja, war vorher. Okay. Wow, was ist denn das für ein fetter Drop, Alter? Was heißt das? Ist das gefährlich oder was? Das ist auch neu. Okay. Wow, das ist voll fresh. Sind wir schon durch oder was? Nein, haben wir geht. Ah, nutzt auch, geil. Go. Achso, Entschuldige. Ich will überhaupt nicht aufhalten. Wow, eine neue Bremse mal nicht, so wie vorher, Alter. Okay, oh, das ist jetzt ein bisschen schnell. Okay, okay. Da kann sich doch keiner anschauen. Ja, let's go! Jetzt Abschnitt. Wie kann der da so durchkochen? Wie geht denn das? Mir stößt in jeder gefühlt in jeder Kurve stößt mir auf. Was ist denn jetzt? Da kann man springen, oder? Hui! Die. Um, links. Rechts. Brücke. Okay. Hallo Brücke. Ja. Jetzt geht's. Okay. Bam! Der Hamilton, Alter. Nein, ich bin der Fabio Bichl. Oder Wittmer Bichl, oder Wittmer. Fuck. Ah, der war gegangen, oder? Nein, eigentlich nicht. Das Rätsel für den Schaß. Brauchst du nicht. Oh. Die Selbstgespräche sind der Wahnsinn. Ah, mein Gott. Hast du das ja aussehen, oder? Haben wir es rausputzen? Was ist denn jetzt? Krauch. Bam, bam, bam. Rechts. Geht. Das geht. Ja, links. Rechts. Bam, 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 bam. Wurzelig. Oder auf fetter Anleger. Let's go. Hui. Das war ja der Hornissen-Trail. In den letzten Abschnitt quasi hat er dann. Luigi, das war für dich auch was. Das war für dich auch was. Wir kennen ja eigentlich immer in die Videos. Like. Videos, wo wahrscheinlich nie was rauskommen wird. Schacke, bist du noch da? Passt auf. Die Schacke hat sich nämlich todesmutig. Passt auf, Moment. Moment. Die Schacke hat sich todesmutig da abgeseilt. Schaut euch das an. Das war wann das? Letztes Jahr, oder? Ich weiß gar nicht, wann das war. Tuk-Tuk-Jackie-JJZ, ja. Die Aufnahme kennst du gar nicht. Wie sich die Schacke da todesmutig. Weiß ich nicht, 50 Meter abgezählt hat und natürlich auf ja wieder. Unterstrich Jackie unterstrich JJZ im Februar, glaube ich, letztes Jahr. Nein, ich glaube. Nein, kenne ich nicht sehen. Ich glaube, das war im Sommer oder im Frühling. Aber im Februar war das nicht, glaube ich. Das war nicht voll warm. Da sieht man es ganz gut jetzt. Stopp. Stopp. Da oben ist ein kleines Plateau. Ein steiler Durchbruch ist das. Und da haben wir das Seil befestigt bei so einem Glander und die Schacke hat sich bis da nach unten abgeseilt. Und unten Müll aufgesammelt. Jetzt sieht man mal, wie weit das eigentlich Hobby geht. Ne? Da ist die Schacke,
1,70 Meter groß. Kann man sich das ungefähr vorstellen? Austrian Hysterie Hunter sagt schön mutig. Tuk-tuk unterstrich Jackie unterstrich JJ sagt hallo 176, bitte sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Da, ein reißender Fluss sind wir daneben. Hier haben wir noch irgendwo ein Foto, wo wir den Müll. Moment, da tut es gerade zusammenrahmen. Ja? Haben wir da noch irgendwo ein Foto? Verdammt, scheiße. Und ich hab doch da so eine Aufnahme gemacht, wie viel Müll das da. Ah, warte mal, da, Handy. Moment. Unterstrich Jackie, unterstrich JJ Zelt, war das nicht nach unserem Geocache? Ich weiß nicht mal, kann sein, ja. Das war sicher in den Februar. Du bist da kurzärmlich. Das kann nicht im Februar gewesen sein. Ah, da sieht man es ganz gut. Schaut euch, und wie steil das ist. 90 Grad runter, ne? Ich hab doch sicher irgendwo ein Video gemacht. So, lehr mir auch, was du da jetzt. Unterstrich Jackie, unterstrich JJ Zelt, dieser dumme Busch, der sich vor Lachen auf den Boden Wahnsinn. Helfen. Wahnsinn. Das haben die abgeschmissen während dem Autofahren. Da unten ist das Kling. Und das haben die Leute einfach abgeschmissen. Die Leute sind solche Drecksauer. Wirklich. Die machen das einfach kaputt. So. Ja. Nichts mehr zum Hinzufügen. Am Anfang Klettersteig. Am Po. Schau. Und jeder, ja. Da was jetzt. Ja, ja. Da haben wir die letzte Schlüsselstelle. So, wie spät ist es jetzt? Können wir schon raum? Ja, ja. Ihr sagt das jetzt um 3:45 erinnern. Hat ja super funktioniert. Pass auf. Bam. Haben wir sich ein bisschen motivierende Musik rein. Von YouTube. Was machen wir da jetzt für Musik? Was machen wir? Tuk-tuk unterstrich Jackie unterstrich JJ Zelt stimmt ja, der war auch cool. Der Luigi Fan Zelt es ist 3/4. Tuk-tuk unterstrich Jackie unterstrich JJ Zelt, du sollst jetzt radeln. Ja, jetzt. So, pass auf. Das Licht machen wir dann noch. Ein bisschen besser. So, das passt. Der Lato schaut man sich ein. Stufe 1. So, dann ist jetzt das Event. Fahrt starten, beginnt in 15 Minuten, da können wir uns jetzt noch ein bisschen aufwärmen. Ich spiele jetzt schon ein bisschen von gestern, gell? Also ich spiele die Haxen schon ein bisschen von gestern, muss ich sagen. Ja, und da sieht es nicht ganz gerade. Da sieht es nicht. So. Let's go. Der Lunige Fan sagt Recovery Race. Perfekt. Ja, oh, warte mal, ist unser. Alter, unser Drift-Hub ist gar nicht verbunden. Moment, koppeln. Jetzt hat. Herzfrequenz. Jetzt passt. Warum sieht man die Herzfrequenzen? Hallo? Bin ich tot? Hallo? Warum? Der Lumige-Fan sagt, du hast bei Puls auch Zwift-Hub genommen. Ja. Ich glaube, da müssen wir mal meinen Akku wechseln. Da müssen wir mal Batterien kaufen. So viel wie ich den in Verwendung habe, war es nicht schlecht, wenn wir sich da mal Batterie kaufen. Ne? Dann ist so. Kann man das irgendwie überprüfen? Hm? Was braucht man dafür? Ja, so eine Floche, ne? Mal aufschrauben und schauen. Wo nicht jetzt. So, jetzt wird es langsam ernst. Jetzt haben wir sich mal einen zweiten Ohrstöpsel. So, 40 Gleise sind schon dabei. Der Lumige Fan sagt CR 2032 vermutlich. Ihr könnt ja mal Wetten abschließen. Wo ich mitfahre, kein Moderator da. Ist irgendein Moderator da, was er Kanalwette abschließen kann? Ob wir unter die Top 20 kommen, ob wir unter die Top 10 kommen? Kriege ich das auch hin. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich schaue jetzt kurz. Der Lumige Fan sagt, da sind sicher schon 10 Schummler dabei. Ich kann nur Abstimmung starten, aber es ist ja keine Wette. Wie kann ja Kanalwette machen? Ah, da! Das ist das? Moment. Eine Vorhersage. Ist das das? Ah ja, das schaut gut aus. Der Lunige Fan sagt ja. Ja? Okay. Top. Moment. Top 20. Und das andere machen wir einfach Top 20 bis 50. Eigentlich reicht doch. 1. Okay. Könntest du noch mal kurz schauen? Ja, es funktioniert. Top 20, ja oder nein? Könntest du, glaube ich, Knallpunkte drauf wetten? Nur 10 Punkte kann man da wetten, oder was? Ihr könnt jetzt quasi wetten, Knallpunkte wetten und je nachdem, ob sie das dann richtig erratet oder nicht, kriegt sie dann Kanalpunkte geschenkt. Wie das genau funktioniert, keine Ahnung. Bis jetzt haben 2 Leute gewettet, nein, ich komme nicht unter die Top 20. Ihr habt noch 1 Minute Zeit zu wetten. Let's go. Wenn sie Kanalpunkte wetten wollt, das kostet nichts. Kanalpunkte kriegt man umsonst. Der Lumige Fan sagt, lass es ruhig angehen heute. Ja, wahrscheinlich, weil du auf Nein gewettet hast. 40 Sekunden habt ihr noch für die Kanalwette. Ich werde alles geben. 16 Sekunden noch. Okay, Wettansatz ist vorbei. Ich habe keine Ahnung, wie ich das auflösen kann dann. Ich muss es mir noch anschauen. Aber 2 Leute haben gewettet mit 10.000 Punkte. Und die haben gesagt, nein, ich schaffe das nicht. Das heißt, wenn ich jetzt unter die Top 20 komme, dann habt ihr einfach 10.000 Punkte verloren. Und wenn ich es schaffe, wenn ich es nicht schaffe, dann habt ihr einfach 10.000 Punkte gewonnen, oder wie? Gonzo-Stronzo sagt, gib Gas. Natürlich, gib alles. Und sehr was. Ich werde alles geben. Tuk-tuk unterstrich Jackie unterstrich JJ zählt, I hab's leider nicht kapiert, sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Ich bin froh, dass ich überhaupt die Abstimmung hinbracht habe. Ohne Hilfe. Der Lumige Fan zählt, na, weil keiner dafür gestimmt hat, bekommen wir nichts bei Top 20. Okay. Also ihr glaubt's alle nicht an mich. Ihr glaubt's alle nicht, dass ich die Top 20 schaffe.
Aber ehrlich gesagt, ich glaube es jetzt auch nicht mehr, weil mittlerweile 100 Leute da mit haben bei dem Rennen. Also glaube ich auch nicht mehr. Bei 40 Leuten hätte es okay. Aber jetzt sehe ich, es fahren da schon über 100 Leute mit. Jetzt sage ich auch, dass ich es nicht schaffe. Aber ich gebe trotzdem alles. Ich hoffe natürlich, dass ich es trotzdem schaffe. Gonzo-Sponsor-Sales sind wahrscheinlich Kategorie A, B-Fahrer dabei. Naja, also es ist ja Kategorie D-Rennen. Ob sie welche eingeloggt haben, keine Ahnung. Ob irgendwelche Cheater dabei sind. Aber es hat nur 6 Kilometer und 400 Höhenmeter oder sowas. Deshalb können wir da Vollgas durchfahren. Hoffentlich. Der Lunice-Fan zählt FTP-Test inklusive. Stimmt, den hätten wir eigentlich haben können. Hätten wir eigentlich haben können, einen FTP-Test. Warum kommst du das jetzt auf die Idee, Luigi? Der Lunice-Fan zählt einfach jetzt 20 Minuten Vollgas. Gonzo-Stronzo zählt, das ist schlimmer als FTP-Test, Smiley mit herausgestreckter Zunge und zusammengekniffenen Augen. Dring 0-05 zählt Cheer 1. Dankeschön. Ja, so ein Maschon könnt ihr jetzt echt brauchen. Von Super Mario. Dring 0-05 zählt Ride On. Ring 0-05 zählt Haha. So Musik brauchen wir dann noch. Musik startet bei 10 Sekunden. Gonzo-Stronzo zählt gleich vorweg starten. Machen wir. Bei 10 Sekunden startet die Musik. Ach komm, die Brüder haben wir schon mal oben. Sie reden zwar nichts mehr. Schau dir mal die Musik rein. Die Musik. Wo ist die Musik, was ich vorbereitet habe? Der Linie zählt von Flexburg. Warum dauert er? Hat die nicht geiter? I'm the fear addicted. And I get illustrated. Twisted fire starter. Von wo kommen die denn? Alter, fickt euch, Alter, von wo kommen die? Piss euch, Alter! Das ist mein Berg! Ah! Ah! Ich kann nicht mehr! Wir zählen, Alter, so Musik zum Einschlafen, Alter. Komm, geh nicht, komm, geh rein, geh nicht, du Drecksau! Was ist denn jetzt, Alter? Na komm, geh rein! Komm, schau! Ich brauch den! I'm a fire starter, twisted fire
Ich hab vorhin den Gang nur mehr von den Leuten vorhin ins große Krampf. Alles gut, alles gut. Mein ganzer Laptop ist voller Schmerz. Oh Gott, oh, oh ja. Boah. Danke fürs Motivieren, Leute. Fuck. Alter, das war ein Limit. Und ich hab vorhin. Boah, keine Ahnung. Mein Zwinger bei euch, ich versuch gerade die Musik. Okay, jetzt. Habt ihr eigentlich was gehört von mir oder war die Musik zu laut? Danke, Leute. Für eine Motivation. So, jetzt haben wir da eine Geschichte in den Bär. Keine Ahnung. Oh. Textur der Luigi Fansaid. Okay, ich werde nicht mehr auf. Alter, ich bin so. Boah, Leute, ich bin am Arsch. Und geht's bergab. Oh. Wir müssen vorne die Ketten einstellen. Ganz hin. Da haben wir die, muss nicht hin. Alter. Oh, fuck. Ich muss die Tretlager. Die Tretlager muss ich, glaube ich, mal aus. Aber das hat nicht das passende Werkzeug dafür. Da muss ich mir erst ein Werkzeugkopf verkaufen fürs Fahrrad. Was hast denn du dafür? Ein Werkzeug. Kannst du mir so ein Set empfehlen zum selber basteln? Bei, was man so braucht. Am besten Amazon-Tag. Auf Amazon. Fuck. Mal bergauf kann man das nicht den Berg umbaut. Oder was? Oder wie? Oder warum? Opi-Set kommt auf das Tretlager an. Muss mal zeigen, wie es von außen aussieht. Okay, machen wir gleich. Das machen wir. Also da endlich einmal. Aber am besten ein Werkzeugkopf, was alles drinnen ist. So ein All-Round-Set. Ich habe ja schon in Amazon geschaut, da gibt es ja so viele verschiedene. Wahrscheinlich sind sie alle gleich. Aber genau, da ist Römer. Jetzt kann ich es echt sagen. Da benutzen wir einfach on the fly. Moment. So, Handykamera. Okay, jetzt hat. Guck. Shopi-Sate von der Seite. Ich hab's eh von der Seite gesagt. Hat das nicht passt. Hey, was? Das Rad ist dreckig. Jetzt muss ich erst morgen putzen. Oh Gott. Ich bin fertig, Leute. Ich bin K.O. Ja. Tuk-Tuk-Jackie-Jörg-Sate, ich war's nicht. Kommst du? Shopi-Sate nicht die Kurbelarme. Man muss sehen können, wie es zwischen Kurbelarm und Rahmen aussieht. Ah ja, da sehe ich gar nichts, Schuppe. Gring 0-05 Set Cheer 1 Ja, so ungefähr. Cheer 1 Outdoor-Pichel Set Gring 0-05 spendiert 11 Bits. Der Luigi Fan Set zeigt nochmal die Daten im Menü von Swift, ob es einen neuen FTP gibt. Rollen neu. Gleich, wir schauen gleich. Aber Shop, ich hab doch jetzt eh. Moment, dann machen wir es nur mehr auf. Aber ich hab doch jetzt eh schon alles gezeigt. Das muss ich dann nur sagen soll. Moment. Danke, Gringo, für die Pizza, gell? Danke, danke. Ach ja, da ist nix. Da ist nix. Shopi-Sate, okay? Ich glaube, ist Pressfit. Wie heißt dein Modell denn? Boah, Scott. Speedster Gravel. Keine Ahnung. Irgendeine Zahl noch. Vielleicht. Warte mal, ich glaube in. Instagram habe ich es einmal reingeschrieben. Warte mal, das ist eine Videoaufgabe, oder? Nicht? Scott Speedster Gravel 20. Scott Speedster Gravel 20. Und wir rollen immer noch, Schatz. Wir rollen immer noch. Jetzt kam HV gerade. Ziemlich gemütlich. Jetzt bleiben wir mal stehen da. Eine FTP. Von Gefühl her würde ich auch sagen, erhöht, oder? Was sagst du? Irgendwie ist mir das gerade ein bisschen zu ruhig. Aber Musik im Hintergrund war trotzdem nicht schlecht, ne? Der Luigi Fan Sate kannst du schauen, während du noch rollst. Schau? Oder dann bleibt der stehen, oder? Dann bleibt der stehen. Das tun wir ja nicht. Aber wir sind nicht unten. Jetzt haben wir im Flachland. Jetzt ist es vorbei. Und rollen. Shopi-Sate darf man hier links schicken. Nicht, dass sich wieder geschickt. Ja, das ist eine werde. Gute Frage. Shopi. Tuk-Tuk-Jackie-Wörter. Schickst ihn zu uns in Discord. Wenn das nicht so umständlich ist. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mit Twitch, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich bin froh, dass ich live sein kann. Aber mit Chat kenne ich mich einfach nicht aus. Das macht der Pate für mich. Und schick's, ja, wie gesagt, in Discord. Wenn es nicht so umständlich ist jetzt für dich. Oder probier's einfach einmal. Shopi-Sate, okay. Ich schau mal. Sonst probier's einfach einmal. Gebannt wirst du sicher nicht und sonst kann ich dich gleich wieder entbannen. Probier's einfach einmal. Mein Link. Vielleicht hat der Party eh so eingestellt, dass. Dingsbums. Subscriber Links posten können. Ne? Ansonsten sag ich ihm das, dass er das mal machen soll. Dass Subscriber Links posten können. Schauen wir mal, was passiert. Shopi, du bist ein Versuchskaninchen. Achso. So. Menü. Muss ich da irgendwo rausgehen jetzt? Da 20 Minuten. 242 FTP. Shopi-Sate, danke. Wie ist das jetzt dann? Der Luigi Fan Sate neuer Rekord. Ist das mein neuer FTP jetzt, oder was? 242. Um 10 erhöht. Ist schon gut, Mika. Pass auf, das Kabel.
Hast du nicht bellen, nur weil andere Hund gebellt hat. Der Luigi-Fan sagt, 95% davon sind dein FTP. Der Luigi-Fan sagt 230B. 230, dann ist ja weniger geworden, oder? Gibt's ja auch nicht. 226. Kann der Shoppe jetzt nichts mehr posten, oder? Scheiße. Der Luigi-Fan sagt, sind 4 Watt plus. Das ist quasi die 4 Watt, sind die ist der Kettenwachs, ne? Oder wie? 4 Watt mehr, wenn sie jetzt ihre Kette wachsen. Das war quasi 8 mehr. Unterstrich sagt, ich suche noch. Achso, du suchst noch. In Offline, gell? Warte mal noch. Der Luigi-Fan sagt, kannst dir 230 eintragen bei FTP. Oh nein, wir lassen das einmal so. Wir machen einfach einen FTP-Test nochmal. Wenn es morgen schier ist, machen wir einen FTP-Test. So schaut's aus. Wenn es morgen schier ist, machen wir einen FTP-Test. Ansonsten, wenn es morgen nicht schier ist, fahren wir auf den Pfennigberg auf. Ich habe mir das schon mit einem Spätzle ausgemacht mit Mario. Kennst ihr den schon? Mario? Ja, mit dem wo ich einmal Eisbaden war. Genau. Der hat mich gefragt, ob wir ein bisschen Trails fahren. Der hat nämlich auch ein cooles Bike. Der hat sich auch vor einem neues Bike gekauft, Specialized. Enduro Bike und das muss ich ausfahren. Unterstrich Jackie unterstrich JJ Zelt und auf die GES Sites mal rauf. Ja, ja, aber da habe ich kein Live gemacht oder kein Video. Wieso kennen dann die Leute noch nicht vom Eisbau? Der Luigi Fan Zelt, am besten kommt der FTP-Test, wenn du mal gut herholt bist, falls das bei dir gibt. Da müsstet ihr mal 3-4 Tage nichts machen. Das schaffe ich ja gar nicht. Ich schaffe ja nicht einmal nach einer 110 Kilometer Tour mit dem Mountainbike. Unterstrich Jackie unterstrich okay, sorry. Ich bin da schon ein bisschen verwirrt. Weißt schon. Schacki, kommst du heute noch? Oder nicht? Ich bin noch kurz auf dem Shoppi. Der tut nämlich gerade ein bisschen Recherche machen für mich. Wie es ausschaut. Unterstrich Jackie unterstrich JJ Zelt. Ich arbeite noch am PC. Meld mich dann. Okay. Shoppi unterstrich Zelt. Sowas könnte passen. Moment. Jetzt sind wir gespannt, was passiert. Ob der Shop. Oder hast du das Leute in Discord gepostet, oder? Nein. Wo hast du es gepostet? Ah, jetzt. Shoppi unterstrich Zelt. Link ist zu lang. Okay. Du weißt aber schon, dass man einen Link kopieren kann, Shopi. Du musst ihn jetzt nicht abtippen und da reinschreiben. Shopi unterstrich Zelt muss in Discord machen. Okay. Cyberbob 78 Zelt, da bin ich wieder. Warst schon. Ja. Öften. Servus Bob. Du hast das versammt, oder? Du hast das versammt. Ich bin ein Rennen gefahren. Ja? Ich hab alles gegeben. Ich hab einen FTP-Wert. Shopi unterstrich Zelt, du kannst auf heiler Haut nicht sitzen, oder? Cyberbob 78 Zelt, ein gemütliches. Genau, gemütlich, ne? Ein gemütliches Rennen, ne? 150 Leute sind mitgefahren. Wie viel da bin ich geworden, Chat? Ich hab schon wieder vergessen. Oh, ich hab voll Gas gegeben, voll Gas. Durchgeballert. Es war nur ein kurzes Rennen. Ich glaube 6 Kilometer und 400 Höhenmeter. Unterstrich Jackie unterstrich JJ Zelt 34. Stimmt, so bei den letzten 1000 Meter mit technischen Defekt gehabt. Cyberbob 78 Zelt 6 Kilometer. Ja, er springt auf den Berg rauf. Also auf den Epic kommen auf. Auf dem Epic. Komm, Affe. Genau, wir haben einen technischen Defekt gehabt. Das Kettenblatt hat bei den letzten 1000 Metern. Ich wollte nur mehr raussprinten, aber ist nicht gegangen. Das hat mir dann einen Flow gekostet. Sonst hätten wir vielleicht nur 2-3 Plätze. Aber 34 ist doch voll cool, Alter. 34. Der Luigi-Fan zählt so gemütlich, dass ein neuer FTP rausgekommen ist. Cyberbob 78 zählt, ach schade. Ja. Und jetzt suchen wir gerade noch, der Shoppe versucht gerade einen Link zu posten. Weil ich mir so ein Werkzeugset kaufen will, damit ich an meine Räder basteln kann. Und ich hätte gerne so ein Set, wo alles ein bisschen drinnen ist. Nicht mehr Tretlager ausbauen. Shopi unterstrich Set, wenn es wirklich Pressfit ist, brauchst du aber auch ein Werkzeug zum Austreiben. Ich stelle in Discord mal 2 Links ein. Passt. Machst du das jetzt oder später, Shopi? Sonst schauen wir uns das beim nächsten Mal live an. Wenn ich live bin, daheim. Cyberbob 78 Set, ein Set, wo alles drin ist. Der war gut. Da hat jeder Hersteller sein eigenes Werkzeug. Na super. Bei meinem Fully brauche ich dann wieder was anderes. Ja, sehe. Ich glaube, schaut anders aus. Shopi unterstrich zählt, der erste Link ist raus. Ah, da haben wir schon. Moment. Soll ich die Szene wechseln? Da gehen wir mal raus. Na, geh raus da jetzt. Shopi unterstrich zählt, du musst jetzt nicht das teuerste nehmen, oder? Nein. Es soll nur funktionieren, Shopi. Es soll funktionieren. Mehr muss ich nicht machen. 17 Euro. Das ist eh nichts. Das passt. Das ist was jetzt zum Einpressen. Dieser Artikel kann nicht zu dir nach Hause geliefert werden. Läuft. Shopi unterstrich Zelt genau. Shopi unterstrich Zelt echt. Ja. Lu unterstrich Zelt Servus, du geiler Hund. Servus, Lu! Oh. Du hast ein Rennen gefahren, Lu. Das hast du leider schon verpasst. Shopi unterstrich Österreich. Ja. Wahrscheinlich Österreich. Ja. Aber ist nicht so schlimm. Ich weiß zumindest schon mal, was ich jetzt brauche. Sowas ähnliches werde ich schon finden. Aber ich habe eigentlich eher sowas gemeint. Ja, sowas.
sowas da in der Art, ne? Wo einfach alles ein bisschen drinnen ist, ne? Was man so braucht. Schopi-Sate, genau. Weil ich glaube, die Nuss da, die braucht man, dass ich die Pedale runterkriege, ne? Ah, nicht Pedale, die Kurbeln, ne? Sate, nein, das bezog nicht darauf. Aber da muss ja irgendein Unterschied sein, weil da, das Teil da, das kostet 93 Euro und das kostet 55 Euro. Schopi-Sate, Scheißverzögerung. Aber vom Prinzip her sind dieselben Sachen drin. Wenn ich da so durchschaue, ist eigentlich dasselbe wie das andere. Das andere ist vielleicht ein bisschen hochwertiger. Aber ich traue der Wirtschaft gar nicht mehr, weil das ist wahrscheinlich sogar eins und dasselbe, nur andere Marken. Schaut nämlich genauso aus. Nur ist die Aufschrift schwarz. Und sonst schaut es eins und eins gleich aus. Schopi-Sate, du brauchst auf jeden Fall etwas für die Kurbelarme. Das könnte in dem Koffer sein. Ja, die Frage ist halt nur, jetzt. Ah, schau her, ja, so ein Presszeug da. Mit Lager sogar schon, oder? Die Sachen schon dabei, oder? Schopi-Sate, dann so ein Einpresswerkzeug, was ich gelinkt habe. Ja, ja, du schreibst daher. Fahrradinnenlage, Werkzeug, kompatibel, bla bla bla. Installieren und entfernen. Zum Installieren und Entfernen. Schopi-Sate, das sieht aus. Und da sind sie wahrscheinlich. Und der Tretlager sind auch schon dabei, oder? Neue dann. Oder wie oder was? Schopi, gut zu. Schopi-Sate, gut aus. Da haben wir mal in den Einkaufswagen. Und dann brauchen wir nur so einen Werkzeugkoffer. Ne? Ganz ehrlich, bevor ich mein Rad zum Service stelle und kaufen wir lieber ein Werkzeug, aber 100 Euro machen wir selber. Und habe den nächsten Service dann immer mehr Werkzeug. Und selber basteln macht Spaß. Frage ist jetzt nur, nehmen wir das um 55 Euro oder um 93 Euro? Das ist wahrscheinlich 1 zu 1 dasselbe. Schopi-Sate, du brauchst was für die Kurbelarme. Naja, für die Kurbelarme, glaube ich, das ist das da. Ne? Schau her, da war ja ein Büro gewesen gerade. Der Luigi Fansate hat dein Tretlager denn was? Oder nur aus Spaß am Basteln? Naja, es knackst ein bisschen. Ich glaube, dass da ein bisschen ein Dreck drinnen ist oder irgendwie sowas. Das ist was für die Kurbel. Schaut nicht schlecht aus. Ein Kettenmessgerät ist auch dabei. Brauchen wir sowieso. Der Strich Sate könnte sein. Ich kenne mich mit Shimano nicht gut aus. Ja, ach gut. Wenn es nicht passt, schickt man es einfach zurück. Oder? Ganz einfach. Schauen wir uns das andere Set nochmal, was 40 Euro mehr kostet. Aber es ist 21. Das ist alles das andere Farbe hat. Ist halt nicht mehr das günstigere. Schauen wir mal weiter oben. Ja, 33 Euro. Oh, da ist sicher weniger drinnen. 18-teilig. Das andere ist irgendwie 44 Euro, da kann man nichts falsch machen. Ja. Passt. Gut, dann werde ich das besorgen und dann werden wir das ausbauen nächstes Mal, ne? Jo. Gut so. So, dann schauen wir noch, ob wir raiden können. Ist irgendwie online. Von den Kumpanen. Mehr Anzeigen. Schmeißen wir sie zum Dänen rüber. Schmeißen wir uns zum Rennen rüber. Ja, Leute. Hat den Ready zum Laufen. Na, passt. Gut, dann ich sag einmal, voraussichtlich bis morgen. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Voraussichtlich bis morgen. Wenn das Wetter nicht schön wird, dann mal zwiften. Und wenn das Wetter halbwegs schön ist, nehme ich mit. Falls wir Empfang haben, ich kann es euch nicht versprechen, draußen. Cyberbob 78 zählt alles. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und sag mal bis morgen. Unterstrich 05 zählt schönen Abend euch. Ab geht's. Der Luigi. Ciao, pfiat euch. Schönen Abend. Danke, dass ihr mit dabei wart. Schopi und Schopi, danke für die Hilfe. Von mir auch. Danke, gell? Ciao, pfiat euch.